Hallo, schön, dass du wieder da bist auf meinem Kanal und vorbeiguckst zu diesem Video zum Thema Aszendenten. Ja, in der Astrologie gibt es sogenannte Big Three. Zu den Big Three gehört dein Sonnenzeichen, das ist dir bekannt, sehr wahrscheinlich als dein Sternzeichen. Und dann schaut man sich noch den Mond und den Aszendenten an. Diese drei heißen halt Big Three, weil sie sehr viel über dich und deine Person aussagen können. Und wenn du dich jetzt fragst, wo finde ich denn heraus, was mein Mond und was mein Aszendent ist, dazu brauchst du eine Horoskopzeichnung. Die kannst du dir kostenlos im Internet erstellen lassen. Du kannst einfach dem Link unten in der Infobox folgen, deine Daten eingeben und dir dein Horoskop kostenlos zeichnen lassen. Dann weißt du auch, wo dein Aszendent steht. Ja, ganz wichtig für diese Berechnung zum Aszendenten ist neben deinem Geburtstag und deinem Geburtsort vor allem die Geburtszeit, weil dein Aszendent sich alle 1,5 bis 2 Stunden verändert. Ist es sehr, sehr wichtig, dass du die genaue Uhrzeit für die Berechnung hast. Ja, in der Astrologie spricht man vom Aszendenten ganz oft auch von deinem Rising Sign. Das ist dein aufsteigendes Tierzeichen. Wir reden davon, von der Interpretation, wie du sozusagen in die Welt reinkommst. Also was der erste Eindruck ist, den du auf andere Leute machst. Also wenn du einen Raum betrittst, wie du vielleicht neue Situationen beginnst. Ganz oft auch, wie du optisch aussiehst, also man spricht auch dem Aszendenten, weil er dein erstes Haus mitbestimmt, wie du, also man kann ihm sogar Aussehen zuordnen. Ja, das ist alles eine Seite des Aszendenten. Die andere Seite wäre auch einer Ansicht der esoterischen Astrologie, dass der Aszendent vor allem einen Teil deiner Seele widerspiegelt. Also mit welcher Seele du in dieses Leben kommst, beziehungsweise was dein Versprechen ist, in welches Tierzeichen du hinaufwachsen möchtest in diesem Leben. Und deine Seele stalkt dich aber. Also dem Aszendenten würde man sozusagen zuschreiben, dass er versucht, dich in diesem Leben aufzuwecken. Und zwar immer mit bestimmten Herausforderungen oder mit bestimmten Themen. Das heißt, wenn ich dir jetzt was über deinen Aszendenten verrate, verrate ich dir also, wie deine Seele versucht, dich aufzuwecken. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einem Teil deiner Persönlichkeit, der dir ein bisschen verborgen ist oder unbewusst oder noch nicht bewusst ist. Deswegen rate ich dir eben, wenn du dir die Big Three immer anschaust, deine Sonne, Mond und Aszendenten, dich insbesondere auch mit dem Aszendenten auseinanderzusetzen, weil wir, warum auch immer, ein bisschen diesen Teil unserer Persönlichkeit widerstreben. Also wir haben ganz oft Probleme, den als Teil unseres anzunehmen, weil er ganz oft für Imperfektion steht. Also irgendwie einen Teil repräsentiert, den wir nicht ganz annehmen wollen. Aber deswegen jetzt zu deinem Tierzeichen und was das alles für dich bedeutet in deinem Aszendenten. Kommen wir zum Aszendenten Skorpion. Ja, trägst du diesen Aszendenten, dann machst du den Eindruck nach außen, dass du sehr, ja, sehr intens bist. Also, naja, was ist intens? Aber sehr magnetisch. Also, es umgibt dich eine gewisse, ja, eine gewisse Aura, dass Leute irgendwie hingucken müssen. Also, sie fühlen sich irgendwie von dir angezogen. Gleichzeitig aber strahlst du auch etwas sehr, vielleicht eher Mystisches aus. Also, auch nicht durchschaubar. Also, nach außen hin können die Leute dich nicht sofort durchschauen, nicht sofort deuten. Weil das eben auch etwas ist, was du, was du selber so hältst. Das heißt, du machst auch den Eindruck, als ob es dir egal ist, was andere Leute denken, gerade in neuen Situationen. Also wenn unbekannte Leute auf dich treffen, dann haben sie das Gefühl, oh, die ist aber selbstbewusst oder der ist aber selbstbewusst. Aber das ist das zumindest, was du ausstrahlst. Ja, diese Intensität kommt halt so ein bisschen durch diesen Herrscherplaneten. Also trägst du den Aszendent Skorpion, dann ist dein Herrscherplanet der Planet Pluto. Und der Pluto ist halt eben der Planet, der unglaublich starker, also mit einer sehr, sehr starken Energie und mit einem sehr starken Einfluss dann auch auf dein Horoskop einnimmt. Und ja, mit dieser Intensität kommt halt eben auch dieses Magnetische, diese Anziehung, die du ausstrahlst. Rein optisch würde man beim Aszendenten Skorpion, sagt man ganz oft, dass sie irgendwie ganz dünn sind, aber das kann man ja sowieso immer nicht ganz so sagen, aber grundsätzlich geht es da wirklich um diese Extreme. Also der Skorpion kann unglaublich von der Optik, vom Körperbau unglaublich stark wirken oder auch sehr, sehr zierlich, sehr zerbrechlich. Also es geht wirklich in Extreme, also in die eine Richtung oder in die andere. Und auch so ein bisschen Klischee, aber man würde sagen, ja, vor allem viele dunkle Farben, viel Schwarz und auch so eine sexy Ausstrahlung. Also das ist irgendwie sowas, was den Skorpion ja auch ausmacht. Der Aszendent kommt also mit einem gewissen Versprechen auch, was alles im Zeichen vom Skorpion steht. Also es geht vor allem um sehr tiefe, intensive Gefühle, die vor allem dann
einem Seelenversprechen darum geht, dass du eben weiterhin offen bist für diese Gefühle. Also, dass du dich nicht verschließt und kalt wirst, sondern dass du weiterhin dich emotional öffnest, um eben, ja, um das Leben in all seinen Facetten wahrzunehmen. Was mich auch schon zu dem Punkt bringt, wie versucht denn die Seele des Skorpions zum Beispiel dich zu erwecken? In der esoterischen Astrologie ist der Skorpion mit dem Krebs eins der höchsten spirituellen Tierzeichen, weil sie zum einen zwei Wasserzeichen sind, aber eben weil sie vor allem den emotionalen Körper bestimmen. Und auch wenn du diesen Skorpion als Aszendenten hast, dann ist es auch in deiner Geschichte wahrscheinlich, dass du irgendeine Art von Trauma erfahren hast, was dich emotional dir etwas beraubt hast, was dich tief verletzt hat. Und der Skorpion ist ja der, der sich sozusagen dem Schatten stellt, den Schattenseiten des Lebens. Also immer wieder wird sozusagen deine Seele dich versuchen, durch Krisen aufzuwecken, dich dem zu stellen, deiner Schattenseiten zu stellen. Und der Skorpion ist das Tierzeichen, was sozusagen bereit ist, sein Ego für die Seele aufzugeben. Also wirklich durch die Dunkelheit durchzugehen, durch vielleicht schlimmsten Erfahrungen, daran aber zu wachsen. Also grundsätzlich dem Tierzeichen Skorpion geht es wirklich um den Wachstum durch Schmerz, was immer ein bisschen schwierig und furchtbar irgendwie klingt, aber es ist wirklich das Sinnbild der Lotusblüte, welche eben aus den tiefsten, dunkelsten Schattenseiten eines Sumpfes herauswächst und daraus eben eine wunderschöne Blüte entsteht. Und das ist eben das, was der Skorpion auch schafft. Also schaffst du es sozusagen, aus der Dunkelheit herauszuwachsen. Dieser Aszendent hat wirklich alles schon gesehen oder viele schlimme Dinge erlebt und ist eben derjenige, der bereit ist, das durchzustehen und allen anderen zu zeigen und sich selber damit zu befreien und andere zu befreien, dass es der richtige Weg ist, sich dem zu stellen. Also der Skorpion ist ganz auch auf der Sinnbild für zum Beispiel den Chirurg. Und der Chirurg, der geht ja genau an die Stelle, wo der Tumor ist und holt ihn mit tiefster Präzision und Anstrengung irgendwie in so einer Operationssituation heraus, was ja super intens ist, aber schafft es halt wirklich gezielt, das halt rauszuholen. Und das ist, glaube ich, genau das, was dieser Aszendent so umgibt, dass du sozusagen jemand wirst, der zeigen kann, hey, ich war da und ich gehe mit dir da zusammen durch und es gibt auf jeden Fall auch Licht am anderen Ende. Es geht ja beim Skorpion auch immer um Extreme, ganz oder gar nicht. Also es geht wirklich darum, dass du emotional offen bleibst. Also dass du dich nicht immer wieder wirst du dich herausgefordert fühlen, aber immer wieder wirst du dich auch wieder öffnen. Also das ist wirklich das, worum es geht, emotional offen zu bleiben, weil das eine große Herausforderung ist. Das heißt, dein Geschenk als Skorpion-Aszendent ist wirklich, dass du eine furchtlose Emotionalität hast. Also dass du bereit bist, die tiefsten Emotionen zu spüren, aber dass du das mit einer Power und Intensität auch schaffst und uns allen etwas damit zeigen kannst. So, das war auch schon erstmal der Einblick in deinen Aszendenten von mir. Ja, ich hoffe, du hast jetzt auch daraus mitgenommen, dass es grundsätzlich einfach darum geht, welche Herausforderungen vielleicht dir immer wieder im Leben begegnen werden. Und dass es grundsätzlich darum geht, dass du dich diesen Herausforderungen stellst und wenn ja, dass du an diesen Herausforderungen wächst und dass du eben diesen Teil deiner Persönlichkeit auch mit einbeziehst und mehr Gehör schenkst. Und eben, ja, sozusagen in dieses Tierzeichen hineinwächst, dass das auch eine Ambition und ein Fokus in deinem Leben sein wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, werd doch gerne Teil unserer Astro-Community, abonniere gerne meinen Kanal, markiere dieses kleine Glöckchen daneben auch, damit du kein weiteres Video verpasst. Und ja, kommentier doch auch gerne, welchen Aszendenten du hast. Und lass mir einen Daumen da hoch und das war es eigentlich auch schon von mir. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.